In einem Kombinationsprojekt der Fächer Mathematik und Politik hat sich die Klasse 10b der Eichenschule in Schesel mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und ihre Erreichbarkeit bis zum Jahr 2030 befasst. Also unsere Zielstellung war, dass wir alle diese 17 Aspekte quasi in einem Buch, in einem großen Pamphlet zusammenfassen und sie einzeln beleuchten und dann am Schluss auch beurteilen, ob diese 17 Ziele erreichbar sind oder nicht erreichbar sind. Die Schülerinnen und Schüler recherchierten Fakten zu den einzelnen SDGs und berechneten aus den vorliegenden Zahlen eine Vorhersage für die Zukunft. Jede Gruppe beschäftigte sich mit einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ich meine, man muss ja sagen, so, wir haben hier das Privileg, Bildung zu erhalten, aber das ist nicht in allen Ländern gegeben. Oder auch das Thema kein Hunger. Es gibt immer noch Menschen, die hungern, während wir hier sehr viele Lebensmittel wegschmeißen. Also ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass die Armut weltweit abgeschafft wird oder besiegt wird. Beim Nachhaltigkeitsziel Nummer 1, keine Armut, berechneten die Schülerinnen und Schüler die Entwicklung des weltweiten Pro-Kopf-Einkommens und kamen zu einem überraschenden Ergebnis. Wir haben herausgefunden, dass das Thema Armut bis 2030 vielleicht erfüllt werden könnte, wenn der Verlauf sich weiter gleich entwickelt. Allerdings bezieht sich das nur auf die extreme Armut, das heißt, es ist ein Durchschnittseinkommen von 1,25 US-Dollar. Wenn zum Beispiel Menschen in wirtschaftlich besser gestellten Ländern dazu bereit wären, mehr Geld für ihre Produkte zu zahlen, würden die Leute in den anderen Ländern ja auch gleichzeitig mehr Lohn kriegen. Bei anderen Zielen wie Maßnahmen zum Klimaschutz oder Leben an Land könnte es jedoch noch 250 Jahre dauern, weil beispielsweise Bäume nicht so schnell wachsen können. Insgesamt war die Klasse überrascht, wie viel durch internationale Zusammenarbeit erreicht werden kann und was auch sie selbst beitragen können. Man selbst kann nämlich auch gut darauf achten, den Temperaturanstieg zu verringern, indem man zum Beispiel mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anstatt dem Auto fährt. Zum Beispiel bei uns an der Schule versuchen wir auch nachhaltiger unsere Produkte sozusagen zu verkaufen. Also man muss ja nicht komplett seinen ganzen Lebensstil sofort umwerfen und verändern, sondern es sind halt die kleinen Sachen, die man vielleicht ersetzen könnte oder besser machen könnte. Ihre Erkenntnisse hielten die Schülerinnen und Schüler in einem wissenschaftlichen Buch fest. Das Projekt war eine beispielhafte Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht der Kernfächer. Und die Lehrer wollen ihre fächerübergreifende Kooperation auch in Zukunft fortsetzen. Es geht ja nicht nur um uns hier, sondern auch um die ganze Erde oder um die ganze Welt. Deshalb ist es ja schon nicht nur für die Schule lernen, sondern für das ganz restliche Leben. Die Schülerinnen und Schüler sind die Entscheider von morgen. Also wenn die nicht Bescheid wissen über die Probleme auf der Welt und vielleicht auch sich schon über Lösungen oder sowas Gedanken machen können, wer denn dann? Meine. Deine. Unsere. Zukunft.